Oder ich spreche ernst, ich glaube, du hast mir eine Rippe gebrochen. Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Vlog. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg nach Hamburg. Dort spazieren wir ein bisschen mal durch die Reeperbahn. Morgen treffe ich mich mit Mickey für 5 Runden, 5 Fragen, Sparring. Aber an erster Stelle esse ich jetzt erstmal meinen Menemen und dann steigen wir in das Auto und fahren weiter. Reiß einmal das Maul auf, ich warte nach Blut. Seh die Kids, die keinen Job haben, mit RS auf Straße. Und doch, ich brauch diesen Jung. Schöne Grüße an alle Fans von Ring Life. Guckt seine Videos, supportet ihn. Was geht? Alles gut? Ja, natürlich. Und selber? Muss mal Ritze gehen, das Boxautomat. Wenn wir schon in Hamburg sind, müssen wir auch einmal zur Ritze. Normalerweise brauche ich nicht so lange auf der Suche nach der Ritze. Da oben ist es. Ich glaube, da muss man reingehen. Ich will aber nicht reingehen. Also, das Problem ist, warum wir jetzt nicht in die Ritze gegangen sind. Vor ein paar Tagen war ich positiv, für 3-4 Tage ungefähr. Hab dadurch einen Videodreh verpasst mit ProSieben, Join und so für diesen YouTuber-Boxkampf demnächst. Und weil ich jetzt die nächsten paar Wochen fast jedes Wochenende einen Videodreh geplant habe, kann ich mir einfach nicht leisten oder erlauben, wieder positiv zu werden. Deswegen muss ich heute leider darauf verzichten, in die Ritze zu gehen, um mir das Ganze anzuschauen. Auch wenn ich es gerne machen würde, aber geht einfach leider nicht. Stattdessen, wir essen jetzt, drehen noch eine Runde und dann gehen wir ins Hotel und dann morgen machen wir einfach weiter da. Guten Morgen. Was geht, Freunde? So, wir treffen uns gleich mit Mickey. Es ist jetzt 10.50 Uhr, 11.30 Uhr ist das Treffen mit ihm angesetzt. Da vorne ist der Bahnhof, da ist noch so ein Bäcker, da holen wir uns jetzt kurz was zum Snacken. Snacktime! Okay, servus. Hallo. Ja, machen wir heute auch ein bisschen Training mit, ne? Morgen. Sportler auch hier, ne? So wie es sein muss. Ich hab's krass viel abgenommen. Ja. Jetzt mal ehrlich. Wie viel sind es aktuell? 16 Kilo. Lass uns direkt loslegen, warm machen. Ich bin. Auf geht's. Tada! Wieder blaues Seil dran, weil ich immer mit dem blauen Seil trainiere. Aber zum Warmmachen nehmen wir das gelbe Seil. Sind da so Gewichte drin? Ja, das sind aber jetzt die leichtesten. Ich muss mal die blauen probieren. Die sind richtig eklig. Schwer, ne? Ja, richtig. Wie findest du es? Sehr geil, aber Gewöhnungsbedürfnis, man muss reinkommen. Freunde, übrigens, Ring 15, 15% Rabatt bei Everjump. Ihr wisst Bescheid, die besten Springseile da draußen. Wie fühlst du dich so vorm Sparren? Bisschen müde. Gleich erste Runde ein bisschen aufwachen, ein bisschen anschwitzen und dann, wenn man warm ist, ich bin so ein Spätstarter. Die beste Möglichkeit, den Gegner zu treffen, ist was? Wenn er selber schlägt. Wenn er selber schlägt. Beispielsweise, kurzer Tipp von mir. Schlag mal linken Haken zum Beispiel. Boom. Boom, boom. Du siehst, er öffnet sich. Boom. Schießt gleich rein. Braucht ein bisschen Eier, braucht ein bisschen Übung. Aber wenn du das ein bisschen gemeistert hast, erwischt den Gegner fast immer. Gebe ich dir noch einen Tipp jetzt. Gegen größere Gegner macht das immer Sinn. Geh ein bisschen niedriger. Von unten immer hier so. Boom, boom, bah. Und dann der Kräftige gegen den Körper. Du gibst so richtig, das ist wie so eine Schule. Ja. Dein Sparring ist richtig wie Schule. Lass dich was dazulernen. Wir machen doch noch ein, zwei Runden Sparring hier dazwischen. Wie hieß dein Name nochmal? Arda. Wo kommst du her? Türkei. Du erinnerst mich sogar ein bisschen an meinen alten Kumpel von mir. Ja? So optisch, du siehst sogar ein bisschen aus wie er. Seki heißt er. Du bist von Mickey, du machst ein bisschen Conditioning-Training. Genau, so ich mach so seine Kraftkondition, auch Boxen rein so. Ja. Also ich bin eigentlich so 7 Tage die Woche, also ich bin immer an seiner Seite so. Ja. Ab und zu machen wir auch ein bisschen Sparring so unten in seinem Keller. Ja. Also. Wir machen jetzt auch noch ein, zwei Runden.
Wie alt bist du? 24. Wie lange machst du Boxen jetzt an sich schon zu? Also ich habe mit 18 angefangen, ja. Aber es war halt immer so sehr schleichend. Ich habe meinen Schwerpunkt halt sehr viel, ich gehe sehr viel laufen, schwimmen, ja. Radfahren. So mit dir, deswegen wollte ich mal gucken, so ein bisschen, ich mag es ein bisschen auf die Lust kriegen, okay. Weißt du? Das mag ich. Das ist mein Fetisch. Gut, ja, war gut. Spaß mit dem Dominik, ja. Sorry, wenn ich ein bisschen zu hart war am Ende, weil du hast mich so. Nein, das mag ich. Gib, ich wollte auch nicht. Mag das, alles gut. Vielleicht sieht man sich nochmal, ja, dann macht man ein bisschen. Gerne. Noch mehr ballern. Gerne. Bis einer liegt. Bei sowas, ich mag sowas, weißt du? Ist bei mir genauso. Ich hab gar kein Problem damit, so. Ich kann drüberstehen, viele haben Angst, dann auf den Boden zu gehen oder sowas. Scheiße. Juck mich nicht. Du darfst kein Ego haben in diesem Sport. Edmund hat auch einen richtig harten Schädel. In der ersten Runde waren wir so kurz Kopf an Kopf. Und da habe ich gemerkt, okay, der hat auf jeden Fall eine richtige Platte. So. Das ist die Glatze, Bruder. Das ist wie so eine Rüstung. Da war ich bei, war ich bei 113 Kilo. Krass. Guck mal auch. Boah, heftig. Schau mal, wie er aussah. Seht ihr, wie kräftig seine Backen und so sein Kopf war? Wir werden weitermachen. Bruder, ich spreche ernst. Ich glaube, du hast mir eine Rippe gebrochen. Nee, hier, genau hier. Boah, das war genau der letzte. Alles gut, Bruder. Du hast alles gut. Ich wollte doch gesagt, komm. Boah, lass lieber abchecken. Ja, nicht, dass wirklich was kaputt ist. Das war dieser eine Körper. Das war genau, ich schwör's, es war genau der letzte Schlag. Der letzte, ne? Du musst hier reinkommen und bumm hoch. Der hat mich ein bisschen angefeuert. Der hat gesagt, komm, schlag ein bisschen. Aber so ist er auch. Bei sowas, ich bin wirklich null böse. Nee, ich weiß ja, null böse. Oh. Alles gut. Ehrlich, sorry. Wollte ich nicht. Bro, ehrlich, geh lieber abchecken lassen. Vielleicht sofort röntgen lassen oder so, weil das ist kein Spaß. Weil ich hatte eine kaputte Rippe. Ja. Ich habe die nicht untersuchen lassen und die schief jetzt zusammengewachsen. Ich habe gestern dein Video noch geguckt. Du bist ein guter YouTuber. So, Spalten ist ja nicht vorbei. Boah, ich hoffe jetzt wirklich, dass bei ihm nichts ist, Mann. Er hat mich so ein bisschen gepusht, weißt? Er hat gesagt, komm, gib. Dann habe ich so einen Körpertreffer ausgepackt. Dann hat man schon gemerkt, der hat getroffen. Jetzt meint er am Ende, das knackst irgendwie so. Ich hoffe, das ist wirklich nicht gebrochen, weil das macht mir gerade schon echt ein scheiß Gewissen. Deswegen mache ich immer im Sparring echt leicht. Weil egal, ob ich das jetzt euch sage und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe sehr harte Hände, wenn ich Bock drauf habe, zuzuschlagen halt, ne? Daumen drücken, ich hoffe, dass er nichts hat. Snack Time! Wir haben gegessen, vielen Dank für die Gastfreundschaft, auf jeden Fall jetzt hier nochmal. Finn, übrigens, wenn ihr einen Bentley kaufen möchtet, meldet euch bei mir. Bester Bentley-Verkäufer in ganz Hamburg. Also, wenn ihr irgendwelche Luxuskarren braucht, ne, für die ganzen Jungs unter euch, die auf der Straße aktiv sind und Geld haben, alles bar kaufen möchten, hier, Finn. Der beste, der kein Bargeld, also nicht in Form von Bar. Okay, egal, ihr wisst schon. Okay, Freunde, das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Wir fahren jetzt wieder direkt nach Hause. Das war's, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Und ja, bis zum nächsten Video, ne? Macht's gut, ciao.